muss ich eigentlich im Rahmen meiner Qualifikationsarbeit, also zum Beispiel meiner Bachelorarbeit oder meiner Masterarbeit, empirisch forschen? Anders gesagt, ist eine Qualifikationsarbeit, eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit, wenn sie nicht mit empirischen Methoden entstanden ist? Ein ganz deutliches Ja. Denn man kann tatsächlich das im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Wann immer im Rahmen zum Beispiel einer Qualifikationsarbeit Wissen geschaffen wird, also neues Wissen entsteht, dann ist diese Arbeit eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit. Und Wissen schaffen kann ich natürlich nicht nur mit erkenntnisgenerierenden Methoden, mit empirischen Methoden und Techniken, also zum Beispiel mit Interviews oder anderen qualitativen oder quantitativen Techniken, sondern natürlich auch zum Beispiel im Rahmen einer Literaturarbeit, einer reinen Theoriearbeit. Interessanterweise ist es aber tatsächlich relativ verbreiteter Irrglaube unter einigen Studentinnen und Studenten, dass nur dann, wenn empirisch geforscht wird, diese Arbeit auch eine wissenschaftliche Arbeit ist. Aber das ist tatsächlich falsch. Das heißt also, eine genauso wertvolle Arbeit wie eine empirische Arbeit ist eine Theoriearbeit oder eine Literaturarbeit, sofern Sie in der Lage sind, aus der Literatur einen neuen Gedanken zu entwickeln und diesen entsprechend zu verschriftlichen. Das heißt also, sobald Sie Wissen schaffen, dann ist diese Arbeit eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit. Und das kann man natürlich auch mit einer reinen Theorie und einer reinen Literaturarbeit. Gerade in der Pädagogik sind das zum Beispiel konzeptionelle Arbeiten oder auch theoretische Arbeiten, die Pädagogik, die auch die Medienpädagogik deutlich vorangebracht haben, die man nicht unterschätzen darf, dass das sehr wertvolle Arbeiten sind und sein können. Und anders auch ist es so, dass Sie im Rahmen einer empirischen Arbeit nicht unbedingt, das ist ja auch manchmal so ein Gedanke, dass man dann um die Theoriearbeit herumkommt. Denn jede gute empirische Arbeit verfügt natürlich auch über einen soliden theoretischen Teil. Denn wenn Sie nur entsprechend Interviews führen, irgendjemanden etwas fragen und das aufschreiben, was jemand zu diesem Thema zu erzählen hat, dann ist das keine empirische Arbeit. Denn was dort fehlt, ist eben die theoretische Basis. Das heißt, was jede empirische Arbeit genauso braucht wie auch jede Theorie- oder Literaturarbeit, ist entsprechend ihre theoretische Basis, in der sie festlegen, mit welchem Gegenstand möchte ich mich beschäftigen. Und ein, ja, man könnte fast sagen, es ist wie beim Hausbauen, ein Fundament bauen für ihre Arbeit, auf der sie entsprechend aufbauen können. In der sie klarstellen, wenn sie, wovon rede ich eigentlich zum Beispiel, wenn ich von Medienkompetenz spreche, von digitaler Bildung, von digital gestütztem Unterricht, digital gestützter Hochschullehre, um jetzt mal bei meinen typischen Themen zu bleiben. Das heißt, das muss man erstmal definieren, das muss man erstmal klarstellen und das macht man üblicherweise in einem Theorieteil, idealerweise auch mit einer spezifischen Fragestellung. Das heißt, das steht immer am Beginn einer jeden Arbeit, ob jetzt einer empirischen Arbeit oder einer eher theoretischen bzw. konzeptionellen Arbeit, dass sie sich eben damit auseinandersetzen, welchen Gegenstand möchte ich mir genauer anschauen und welche Forschungsfrage habe ich. Arbeiten, wie gesagt, indem sie einfach nur aufschreiben, was jemand anderes erzählt hat, sind weder empirische Arbeiten noch wirklich wissenschaftliche Arbeiten, weil hier, denken Sie an das, was ich zu Beginn sagte, nicht wirklich neues Wissen geschaffen werden kann. Noch ein Tipp, noch einen ergänzenden Tipp zur Unterscheidung, ob Sie eher Interviews führen sollten, also ob Sie zum Beispiel eher Expertenbefragungen, Fokusgruppeninterviews oder auch
persönliche Interviews, in welcher Form auch immer, Leitfadeninterviews, da gibt es ja unglaublich, unglaublich viele, oder auch Fragebögen, Online-Fragebögen, Paper-Pencil-Fragebögen, oder eben, ob sie sich eher für eine konzeptionelle bzw. eine Literatur-, eine Theoriearbeit entscheiden, ist davon abhängig, auf welchem Feld sie am besten Wissen schaffen können. Denn wenn es beispielsweise ein Thema ist, zu dem es unglaublich gute Literatur gibt, zu dem im Prinzip alles schon geschrieben wurde, was man schreiben kann, und Sie sozusagen nur einen Gedanken noch weiterentwickeln wollen, dann wäre es merkwürdig, wenn Sie zum Beispiel die Autorinnen und Autoren, die diese Bücher, die diese Zeitschriften, die diese Artikel geschrieben haben, befragen würden, was sie herausgefunden haben, wenn sie es ja eigentlich lesen können. Das heißt also, dann würde ich empfehlen, dass Sie eine Literaturarbeit machen und sich genau mit der Literatur auseinandersetzen. Das ist dann auch viel, viel präziser, begrifflich präziser, als wenn Sie dieselben Personen interviewen würden. Wenn es aber ein Thema ist, zu dem es noch nicht so viel Erkenntnis gibt, zu dem noch nicht so viel geschrieben wurde, zu dem es nur wenige Artikel gibt und auch noch weniger Monographien, Studien, dann empfiehlt es sich tatsächlich, ein Interview zu führen, selbst in das Feld zu gehen und eine empirische Arbeit zu machen. In vielen anderen Fällen ist die konzeptionelle Arbeit, die Theoriearbeit oder die Literaturarbeit aber der bessere Weg. Und damit möchte ich ein bisschen Werbung dafür machen, dass nicht nur eine empirische Arbeit eine wissenschaftliche Arbeit ist, sondern dass durchaus auch Theoriearbeiten, Literaturarbeiten, konzeptionelle Arbeiten Wissen schaffen können und entsprechend natürlich auch als wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten gelten dürfen.